Der Mercedes steht immer noch da. Uwe! Manfred! Uwe! Manfred! Ja, Peter! Mercedes wegfahren, hoch! Okay, ich komme. Ach, nee. Unser Peter. Kommt mal, Jungs. Zack, zack, zack. Nicht nur schlafen. Energie, komm. Mussten wir noch beim Relaxen stören. Ja. Du machst den ganzen Tag nur Relaxen. Du schläfst. Aber ich fahr die Kiste mal hoch. Fahr mal hoch. So, Manni, hopp, hoch mit dem Wagen. Denk dran, Manni, und dann mit Schaltgetriebe, da ist die Welt. Du letzter Maulhube. Komm. Manni, das sind die Leute, wa? Was denn? Mit dem Schaltgetriebe, wa? Wieder ein, hier. Ey, aber man lässt ein Auto nicht, er gibt direkt Vollgas, Manni. Weißt du noch, wir hatten doch diesen braunen Automatik. Firmenwagen, den braunen. Und du hattest diesen. Den weißen. Du hast den weißen Diesel gehabt, wie dieser Diesel. Nein, der war auch 230er Benziner. Der klappert auf den Diesel. Mach mal den Motor, aber ich glaube nicht, dass ein Benziner drin ist. Komm. Das Klappern ist doch normal, wenn der Manni Auto fährt. Ich weiß nicht, ob Diesel oder Benziner ist. Das sind die Nockenwellen. 230er Einspritzer. Ein Benziner, der mit Diesel an sich hat. Das sind die Nockenwellen. Manni gibt immer so viel Gas, deswegen hört man nicht. Das sind die Nockenwellen. Manni, weißt du was? Wenn du kein Automatik fährst, boah, kommst du sowieso nicht voran. Kein Moment. Damit kannst du mir so umgeben. Nein. Hast du recht? Ja. Du fährst Automatik. Automatik ist luxuriöser. Aber wenn du Schaltgetriebe fährst, dann ruppt der und zuppt der. Uwe, die Automatik ist ein Auto für Mann von Welt. Schaltgetriebe ist was für ein Sportligen. Richtig. Aktiven. So wie ich jetzt bin, wa? Ja. Nee, da bist du gar nicht. Also aktiven Mann oder Frau. Wir wollen ja auch Mann-Frau sagen. Ich bin ja für alle beide Mann. Personen ist er. Also, es bedeutet, wir wollen was testen. Ja. Wir haben auf dem Platz noch denselben aus gleiche Motorisierung. Genau, selbe Motorisierung. Reden wir nicht drüber. Die Autos testen. Manni, auch ich hab mal Uwe gesagt, reden wir nicht drüber. Wir testen und dann sehen wir, was rauskommt. Genau. Du kommst nicht mal von der Stelle mit. Ich schwätze kann ich viel, das musst du beweisen. Das schaffst du nicht. Hört auf mit dem Streit. Ja. So, das wollte ich euch zeigen. Richtig. Hier ist fast das identische Fahrzeug wie drüben, der 124er. Nur mit Automatik. Richtig. Hinten ist Schaltgetriebe, aber auch ein 230er Motor. Wir wollen doch Teste machen. Wir wollen prüfen. Manni, was machst du da? Was soll das sein? Ganz einfach. Wie ich und Uwe haben diskutiert, unsere Burger sind dick geworden, er will nicht abnehmen. Ich habe einen Bauchumfang von 115. Ich hatte 105, ich will wieder auf 105 runter. Also das heißt, ich muss mehr Sport machen, ich muss eine Diät, eine Essensumstellung Manni. Haben auf Gemüse, Salat Manni. Und so Manni. Weiter. Manni, ja. Du willst auf 105 runter. Richtig. Ich habe 100 nur. Was? Ist noch 100. Ich habe nachgeguckt. Ja, komm, weg. Und 100, komm. Kein Streit, wir machen den Test. Ja. Ich bin durstig, komm. Ja, ich auch. Ich auch, komm. Aber ich darf nichts viel essen. Ihr geht schaffen. Komm. Schaffen. Energie und Kalorien einmal. Eine Klatsche, Mann. Komm. Volle Pulle. Dankeschön. Bitte sehr. Jetzt kannst du erstmal beweisen, testen wir mal die Fahrzeuge. Wenn Automatik, munter, Schaltgetriebe. Aber. Dann werden wir richtig munter. Den Spaß haben, oder? Manni! Was ist denn da? Sport. Am Bahnhof Sport arbeite lieber etwas mehr. Das ist auch Arbeit. Leg die Achse weg, wir wollen unseren Spaß haben. Komm. Komm mal, kleiner Dicker. Sehr gut. Manni will doch Automatik fahren, Peter. Ich fahre auch Schaltung genauso gerne, aber Automatik ist bequemer. Du bist Opa-Fahrer, du sagst, du bist der Opa. Fährst du deine Automatik? Du bist fast vierfacher Opa. Ich bin jugendlich sportlich, trotzdem manchmal bequem. Drauf verlasse. Vielleicht läuft die Automatik nicht, bloß manchmal ist sie sehr schwerfällig. Oder blasch, wie nennt man das? Lahm, kann man auch sagen. Oder behäbig, das Wort behäbig. Ja, der geht wenigstens richtig spritzig, unser Kleine hier. Die Natur. Ja. Hey, das ist ein Feldweg. Wollen wir uns da reinstellen? Ja, machen wir. Ach ja. Guck dir das mal an, hier das Gefälle. Das sind bestimmt 10-12%. Ja, Mann. Da kann man richtig testen.
Ihr könnt einiges testen. Ja. Normal müssten wir hier und die in die Höhe anfangen, hier gegenüber stehen bleiben. Moment. Ja. Nebeneinander stehen. Ja. Ich gehe auf die andere Seite. Ja. Ihr fährt von hier an. Ja. Der Automatik, also ob er schneller aufholt oder das Schaltgetriebe. Und das will ich sehen. Wer als erstes den Berg von hier aus, ich gehe jetzt rüber. Fährt mal. Pass auf, bis kein Auto kommt. Hier macht mir jetzt schon so Baller, dass ich von dem Auto nachher mehr umfährt. So, Peter, da legen wir los. Uwe, Getriebe. Kommt kein Auto. Und jetzt, Jungs, los. Los. Uwe, los. Ja, Uwe hat gepennt, der wäre schneller gewesen. Ich habe abgehauen, den Auto, den Schaltung. Peter, wer war schneller? Der Mercedes ist mit Schaltgetriebe 10-mal besser zu fahren und Schnelligkeit aufholen. Aber ein Anzug? Manny ist Anzug, Automatik miese. Aber jetzt lass mich mal rausreden. Manny war schon Meter weit vor. Da hast du Gas gegeben. Da war eine hast Technik. Hast in die Gang nicht reingekriegt, was so knack, knack. Und dann, wenn der Manny schon Meter weit weg war, dann bist du erst vor losgekommen. Schlechterer Fahrer warst du. Komm. Ja. Aber jetzt siehst du, was Automatik und Schaltgetriebe bedeutet. Wir wollen weiter. Komm, wir steigen ab, Junge. Komm. Sehr gut. Auf dem Flugplatz will Peter Uwe die Chance geben, seine Fahrerehre wiederherzustellen. Der Mann rollt! Wieder von der Ecke? Der Mercedes rollt! Was zur Rolle? Hey, der soll abbrechen! Der kommt schon wieder, der haut dich ab! Du fährst ist wieder Dudu, der macht sich selbstständig! Hey, der soll dein Mercedes anbinden! Macht nichts, wir brauchen der nur einen! Der kommt wieder, der braucht was dich ab! Was brauchen wir zwei? Wir brauchen nur einen! Wenn der eine da weggeht, haben wir auch ein weniger. Mann, der stellt sich an. Ich will eine derartige Ungerechtigkeit wegschaffen, weil der Uwe schlecht geschaltet gab zuerst. Ganz normal, er ist ein guter Fahrer, ein sehr guter Fahrer. Aber jetzt soll der Manni auf demselben Wagen beweisen, dass er schneller ist. Und umgekehrt, der Uwe, er fährt dieselbe Tour. Ich drücke genau auf Sekunde ab. Und wenn er genau drin ist, ich habe nämlich hier einen Rechner, ich mache ihn hier auf Null gleich, dass es auch eine Gerechtigkeit gibt. So, hier ist praktisch auf Null schon fast. Ich mache auf ganz Null. Ich den Trimmer und weg. Und so. Uwe, ich muss ganz genau machen, weil es noch ein paar Sekunden über ist. So, ich muss genau sein. Ich will euch beiden nicht bescheißen, Uwe. So. Sag mal. Nee, ich mach ganz genau. Nee, ich will da gucken. Ich zeig dir doch, warte doch mal. So, jetzt guckst du. Hier ist der Rechner. Der Rechner ist auf 000. Ihr will nicht. Gilt es auch schon. Der schläft. Der hat Probleme. Das fehlt dabei. Was ist mit dir los? Ah, er kommt. Er war am Schlaf. Geh beiseite, Peter. Du weißt ja, der Manny fährt ist gefährlich. Warum ist er eigentlich nicht gekommen? Ich hab deine Hand nicht gesehen. So, Manny, mach nochmal. Du hast 30 Sekunden. Ich hab deine Hand nicht gesehen. Aber du musst deutlich. Komm, wir sind ja real, komm. Das ist eine Pflaume, oder? Wenn du das überlegst. Ich mach mit alle beide Hände. Aber wie soll ich mit alle beide? Ich muss abdrücken, genau. Nee, ich drück ab. Nee, du schummelst. Ich schummel wirklich nicht. Du hast drin abgedrückt gehabt. Ja, ich habe aber 30 Sekunden gewartet. Ja. Und ich habe nicht abgedrückt, ich habe abgedrückt, wo er hier stand. Kannst du gleich sehen. Guck hier auf meine Uhr.
14 Sekunden. 16. 14 Sekunden 84. So. 14,84, das ist gar nichts. Ja, ich habe auch voll beschleunigt, aber diesmal habe ich das Zeichen gut gesehen bei dir, davor nicht. Richtig, da muss man gucken, das Zeichen. So. Ja. Ah, die Automatik arbeitet sauber. Ich gehe in Sicherheit. Zeig mir mal. Sieht nicht schlecht aus. Gleiche Zeit etwa. Gleiche Zeit. Ja. Man kann nicht mehr rausholen. Mann, Problem. Hier ist Sense, wisst ihr was? Wir waren ab zur Gangsterjagd. Komm ab jetzt. Ja. Komm ab, oder Jungs. Agentenjagd. Ja, noch besser. Du fährst vollkommen hinterher, Manni. Okay. Komm. Aber als ein Fußgänger-Gangster wirst du schon scheiße. Ha, 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 ha. Oder? Ja. Ein lahmer Bock ist das. In einer Kiesgrube wenige Kilometer von Dernbach entfernt. Aufwärmtraining für Agenten. Ah, fantastisch. Bach, Manometer. Ja. Bach, nur Dreck. Bach. Ja, aber laufen tun gut, rutschen ganz schön, wa? Ja. Aber guck mal, wie der aussieht, der Wagen hier. Das hast du! Du hast ihn mir eingehauen. Aber da macht Spaß, wa? Dieses Gelände soll nur ein Spielplatz sein für uns. Spielplatz. Ein Agentenspielplatz. Eine Verfolgungsjagd bedeutet, dass ihr auch ausdriften könnt. Oder dass ihr rückwärts fahren könnt, einmal ganz schnell. Verstehst du, wie ich meine? Schnell ohne Wagen. Schnell raus, rein in den Wagen, abfahren. Richtig. Und dann vorwärts fahren und aus. Dann schnell wieder, wo du vorwärts fährst, wieder zurück in einen Nu. Das ist Agentenrolle. Das recht. So, rankommt! Ich will noch was ganz Schönes sagen. Weißt du, was ich schön finde? Was die Schweizer zum Automatikgetriebe sagen? Schaltautomat. Das hört sich klasse an. Das finde ich schön. Dann Schaltautomat. So, dann mal gucken. Junge! Lasst es krachen! Uwe hat Volldampf gegeben. Ja. Ist gut, nicht gut. Ist weggekommen gut. Aber dann wieder in den Mickel klemmen geblieben. Ja, durch den Kies alle zu weit. Manni ist besser weggekommen durch den Automatik. Er ist viel schneller weggekommen. Dann ist er mit den Beinen in deinen Wagen rein, aber da hast du Rücksicht genommen. Ich musste aufpassen. Wir nehmen immer Gegensatz. Und Junges,